Ein wunderschön. Na, da ist er ja, der Dogmeat. Da ist er ja. Ja. Ich weiß nicht, die letzten 2, 3 Tage, wo ich immer mal nachgeguckt habe, hier offscreen, einfach nur immer geladen und dann rumgelaufen und geguckt, da ist nichts passiert. Und jetzt komme ich hier hin und er ist wieder da. Ach, sieht er nicht schick aus. Tolles Halsband hast du. Kommst du mit mir wieder mit? Ja, heute wird spannend, heute wird spannend. Komm, komm. Ich will mit dir reden, komm. Dogmeat! Na. Los, wir müssen gehen. Los, Junge, wir müssen gehen. Na. 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 Ja, du kommst zu Papi. Du kommst zu. Na los. Ich glaube, du folgst mir jetzt wieder, ne? Aber sowas von. Gut. Es hat einen Grund, warum ich einen Begleiter haben wollte. Ansonsten hätte ich jetzt hier zu irgendjemand gegriffen. Na, sowas wie dich oder eben halt zu unserem Valentine oder wen auch immer. Und zwar, heute geht es mal ein bisschen wieder missionslastig weiter. Wir wollen zum Leuchtenden Meer, beziehungsweise ins Leuchtende Meer. Wir hatten ja in den letzten Folgen so ein paar Dinge gefunden und ich habe mich ja ein bisschen eingedeckt so. Unter anderem haben wir ja diesen. Wo ist er denn? Habe ich den etwa weggepackt? Nee, 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 nee. Aber ja, hier irgendwo ist was. Transfer. Und hier ist bestimmt. Da ist er. Der Chemikalien-Schutzanzug. Den nehmen wir auch mit auf Reisen. Denn dieser Chemikalien-Schutzanzug hat einfach mal hier Schutz 1000. Und ich glaube, da sollten wir ohne Probleme durchkommen können. Und zur Not haben wir noch ein paar Sachen, die wir bisher nicht benutzt haben, die uns vor radioaktiver Strahlung ein bisschen schützen. Ja, und mal gucken, ob wir diesen Virgil finden, denn ich möchte einen kleinen Tick auch in der Story weiterkommen. Ja, Story weiterkommen. Speichern und dann geht's auf Schnellreise. Und zwar, da kommen wir nicht hin, aber zum Schrottplatz. So, die Folge muss heute natürlich auch als allererstes raus. Ungelogen. Ich habe keine mehr im Vorlauf. Und morgen, also zu heute, wenn ihr das guckt, war es gestern, habe ich keine Folge. Und dementsprechend, ne? Genau. So, wir müssen irgendwo da hinten lang. Was? Du hast was gefunden? Wo? Wo? Ja, was Ekliges. Gebrochene Oberschenkel. Ach nee, ihr schon wieder. Die werden aber langsam richtig lästig, oder? Tauchen überall auf, mischen sich ungefragt rein. Also nicht, dass wir nicht davon profitiert hätten. Fliehen jetzt ins leuchtende Meer? Das wäre ja Wahnsinn. Wenn wir jetzt in der falschen Fraktion wären, würden die ohne Ende und ohne Gnade auf uns feuern. Okay, die drehen also bloß ihre Runde. Und drehen sie nochmal. Oh, da sind Kronkorken drin. Ach, jetzt steigen sie auch noch aus. Oder? Ja. Wehe, ihr schießt mich an. Und dann haut der einfach ab. Und die machen jetzt ihre Patrouille, richtig? Ritter der Hey. Brüderschaft. Aus dem Weg, Ödländer. Du bist ja freundlich. Okay. Wir machen uns auf. Sind wir auf dem richtigen Weg? Ja. Wir machen uns auf, dort wo wir hinwollen. Denn wir haben immer noch die ganze Zeit ein Ziel, und zwar unseren Sohn finden. Und hier ist gleich der Eingang. Ich weiß gar nicht, ob Hund mitkommen kann oder ob der immun ist gegen die Strahlung. Ein weißes Auto.
So, Moment, die richtige Waffe. Okay. Ein paar Fliegen. Ja, die brauchen wir jetzt nicht. Okay, ist auch die Zerstörung richtig groß, wie es scheint. Man sieht's eigentlich. Achso. Ich bin gespannt, wann der erste Teil der Strahlung anfängt. Denn wir müssen... Ja. Denn wir müssen irgendwann... Und es geht schon los. Pass mal auf. Wir machen mal Folgendes. Ich speichere mal ab. Und zwar auch fest. Und wir gucken uns an... Ich meine, so viel Unterschied haben wir ja nicht. Das kriegen wir ja alles hier wieder angezogen. Weil wenn wir den jetzt anziehen... Den können wir leider nicht... Genau. Und die können wir natürlich auch nicht als... Genau. Mhm. So, wie sieht's jetzt aus? Guck mal, jetzt sind wir hier... Na? Ich heiße Lars und komme vom Mars. Oder so ähnlich. So. Machen wir mal wieder hier. Trotzdem haben wir Strahlung. Oder ist es doch die Strahlung... Boah. Aber jetzt geht's los hier. Hier scheint das richtig reinzuschlagen, reingeschlagen zu haben. Okay. Bleib mal hier, Hundi. Boah, sieht das geil aus. Ob wir uns dann später auch so teleportieren können, das wäre cool. Also das hier mit einer Strahlung hier nur, also mit einem Rad, kleiner ein Rad, das finde ich schon klasse. Wow. Aber es sieht echt nichts, ja. Ich weiß nicht, wie es dann nach dem fertigen Video aussieht. Blutkäfer. Die sind mehr Latte. Mal kurz safe. Wir müssen hier über die Brücke, oder was das hier ist. Wo sind wir schon? Moment, Karte. Ach, wir müssen hier hinten raus. Ach, hey. Nein! Nein. Keine Todeskralle. Alles nur keine Todeskralle. Auch mit einem Anzug sollten wir eigentlich hier, mit einer Power Armor sollten wir eigentlich hier gut durchkommen. Das wäre wahrscheinlich, wenn hier Todeskrallen dabei sind, keine schlechte Idee. Uah. Uah. Also bei dieser eingeschränkten Sicht, ja, das kommt ein echt mulmig hier vor. Ein Radskorpion. Können wir den umlaufen? Können wir wahrscheinlich nicht umlaufen. Eieiei. Hier ist jetzt Action gepackt. Ja, der Stachel muss weg. Ah, ja, ja, ja. Ich glaube, jetzt gibt's was auf die Ohren. Eieiei. Hund! Ich hab keinen Panzer hier. Ja. Werden wir aber schon mal auf alles vorbereiten hier. Stimpaks. Zumindest haben sie Kronkorken dabei, aber wir haben hier noch einen. Vielleicht können wir uns da vorbei
drängeln. Sofern er uns nicht sieht. Nee. Ach, komm. Lecker. Boah, wie sieht das denn hier aus? Vorsicht. Ei. 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 Was ist das denn? Wow. Da war ein Teufelskrein, habt ihr das gesehen, ja? Also den möchte ich eigentlich auch nicht begegnen. So. Sind jetzt welche da? Scheinbar nicht. Der erste hier, der legendäre, der muss von irgendwo runtergefallen sein. ja. So, wie weit sind wir entfernt? Ah, wir sind dichter gekommen, aber da oben. Ah. Da ist ein Vault oder sowas, hä? Ich hoffe mal, wir können an den Krallen vorbei. Ohne, dass die uns mitbekommen hier. Oder spitz kriegen, dass wir da sind. Nein. Nun komm, nicht hängen bleiben. Da muss ein Nest sein von den Teufelskrallen. Also schön umwandern. Da kloppen sie sich auch irgendwie um was. Ein Ghoulpirscher. Oh Gott, sie haben uns. Eins. Nein. Oi, 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 oi. Wir sollten. Na. Was? Nein, nein. Ich weiß nicht, wo ich hinrenne. Mist, 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 Mist. Vielleicht sollte ich mal... Vorsichtig. Boah, da habe ich mich jetzt aber ein bisschen glatt angestellt gerade. Gebe ich auch ehrlich zu. Spielzeug Außerirdischer. Baumwollgarn. Wollen wir die anderen liegen lassen? Raketenwerfer. Hund. Hund. Hey.
Komm mal hierher. Hier drüben. Komm her, ich will handeln. Ja. Na. So. Ich glaube, da können wir als Waffe gleich mal den Raketenwerfer rüberlagern. Ach, toll. 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 Naja, dann... Naja, die 50% mehr gegen Ghule. Entschuldigung. Das machen wir anders wieder wett. Wo ist er? Da. Ab. Hier drüben liegen, glaube ich, noch welche, ne? Kronkorken. Okay. Ja, wie gesagt, ich habe mich da ein bisschen glatt eingestellt, aber nun gut. Das war jetzt auch ein bisschen überraschend, wie die da ankamen. Hier scheint... Wie, kann es sein, dass hier der Einschlag ist, gewesen ist? Es türmt sich hier so doll auf. Wow. Was ist das? Bruder Foster. Hier wohnt einer in dieser Einöde. Krater des Atoms. Atomsruhm muss überall hin verbreitet werden. Aha. Am Ende werden wir alle Kinder des Atoms sein. Ja, glaube ich auch. Und du? Hey. Möge dich Atoms Leuchten auf deinem Weg leiten. Okay, das wäre alles Klauen hier. Wahrscheinlich müssen wir für die auch noch ein paar Aufgaben erledigen. Ein bisschen Equipment. Spielzeug außerirdischer. Mhm. Der hat sich... Oh, die haben hier mitten in... Oh, die müssen ja richtig... Guck doch mal. Die müssen ja richtig strahlungsresistent sein, die Leute. Ach, und sie an. Wen haben wir hier? Hi. Die Welt wird Atomsgröße erkennen. Aus welchem Grund? Rede. Oder du wirst in seinem Antlitz gespalten. Ihr lebt hier? Ich bin hier, weil ich eure Hilfe brauche. Cool. Suchst du Spaltung? Bist du gekommen, um mit Atom zu verschmelzen, um in seiner unendlichen Größe gespalten zu werden? Oder willst du seinen Anhängern schaden? Ihr seid bekloppt. Wo bin ich hier? Hier sprechen wir zu Atom selbst. Ich bin überrascht, dass du lange genug überlebt hast, um ihn zu erreichen. Das Atom hat schon ein bisschen Matsch in euer Hirn produziert, oder? Ich will euch nicht schaden. Ehrlich. Nur wenige nehmen die Strapazen auf sich, so weit zu reisen. Nun gut. Du darfst vorerst bleiben. Aber wir behalten dich im Auge. Und Gewalt werden wir nicht tolerieren. Ja. Das Heiden kann nur gereinigt werden in Atoms Feuer. Okay, wir machen mal einen Speicherstand hier. Also, ich weiß ja nicht. Niemand wird der großen Spaltung entgehen. Die große Spaltung ist natürlich wieder irgendein nuklearer Angriff, ne? Wer ist denn das hier alle? Wird uns alle zu ruhmreicher Spaltung führen. Auf zum Atem, Atom. Ich muss mit dir reden. Was kann ich für dich tun, Kind? Tja, Wie habt ihr trotz der Strahlung hier überlebt? Das ist Atoms einzigartiges Geschenk an uns. Die wahren Gläubigen. Ach so. Er hat uns zu diesem Ort geführt. Einem Ort, der uns nicht schaden kann, damit wir ihn hier huldigen. Damit wir sein Wort hinaus in die Welt bringen. Das ist unsere Berufung. Atoms Worte in eine Welt zu tragen, die diese Worte nicht hören will.
Wir müssen allen Atoms Macht vor Augen führen. Okay. Ich muss mit dir reden. Was kann ich für dich tun, Kind? Ich suche nach jemandem namens Virgil. Hast du ihn gesehen? Ja, ich kenne ihn. Und was willst du von ihm? Ich brauche nur ein paar Informationen von ihm. Verstehe. Ja. Um ehrlich zu sein, gab es um diesen Virgil bereits Diskussionen. Einige glauben, dass seine Anwesenheit ein Affront gegenüber Atom ist. Okay. Er kam zwar einige Male zum Handeln zu uns, aber wir haben sonst kaum Kontakt zu ihm gehabt. Es ist offensichtlich, dass er seine Ruhe möchte. Du findest ihn südwestlich des Kraters in einer Höhle. Du solltest dich vorsichtig nähern. Ich glaube nicht, dass er über Besucher sonderlich erfreut sein wird. Okay, das heißt, lasst uns mal gucken auf der Karte. Ach, wir müssen noch so ein Stückchen weiter. Aber hallo. Oder hat sich die Karte erweitert? Kann das sein, dass die Karte hier breiter geworden ist? Ja, will ich jetzt nicht beschönigen, aber okay. Aber das war da vorher nicht da. Gut, also da wäre Virgil. So. Ich muss mit dir reden. Was kann ich für dich tun, Kind? Lass es mich wissen, wenn ich dir irgendwie helfen kann. Das ist ein großzügiges Angebot. Aber Atom hat uns alles gegeben, was wir brauchen. Okay. Gut, Die Welt wird Atoms Ruhm erneut erkennen. Ja, Atom hat ja... hat ja schon mal richtig für Ruhm gesorgt hier, ne? Möge Atom dich mit seinem Leuchten segnen. Du hast keine Haare mehr. Dank Atom, wahrscheinlich. Hier gibt's einige Sachen, die man stehlen könnte. Ich weiß nicht, ob man mit denen hier freundlich sich gesinnen lassen kann. So, jetzt muss ich mal kurz gucken. In diese Richtung wäre... Virgil. Okay, dann würde ich mal sagen, machen wir an der Stelle ein Folgenpäuschen. Und dann... Ja, und schauen uns dann... Psst! Und schauen uns dann in der nächsten Folge an, ob wir zum Virgil kommen. Würde mich freuen, wenn ihr wieder dabei seid. Bis dahin, euer Firefox.